Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in verschiedenen Teilen Deutschlands. Und genau, heute mal wieder eine schöne Frage von Nashtevskala. Abonniert meinen Kanal, gebt meine Arbeit gerne weiter, damit unterstützt ihr mich auch. Like die Videos, abonnieren ist übrigens für, ich habe auch ein paar, die sind ganz neu auf YouTube, kostenlos, kann man die Glocke klicken, kriegt man immer schöne E-Mail. Man kann aber auch Mitglied werden auf meinem Kanal, wenn man mich darüber hinaus unterstützen möchte. Ansonsten findet ihr meine Kurse, das ist ja fast das Wichtigste, auf leadership.de. So, Titel habt ihr ja gesehen. Lieber Christian, erstaunt und etwas beschämt muss ich mich für mich eingestehen, dass ich schon recht oft Lovebombing bei Männern gemacht habe. Ja, das machen übrigens nicht nur Bindungsängstler, das machen auch Verlustängstler, das oder Pluspole, sowohl als auch Minuspole. Das ist keine spezielle Minuspol-Geschichte, ne? Machen eigentlich alle Menschen, die ein bisschen unsicheres Bindungssystem haben oder sind dafür oder häufiger, sagen wir mal so. Aber Lovebombing ist sowieso jetzt nicht so die krasseste Sache von diesen ganzen problematischen Verhaltensweisen, weil so ein bisschen Lovebombing gehört ja auch dazu, wenn man verliebt ist. Nur ist die Frage immer, macht man das schon, bevor man sich überhaupt jemanden kennt? Und ist es übertrieben? Das ist immer die Frage bei Lovebombing. Was ich bis dato immer für das Strohfeuer mir gehalten habe oder dachte, das wäre die Rocket Woman in mir, die sich von 0 auf 100 für einen Mann, das passiert mir auch bei Frauen, ohne dass ich bi bin oder bei ihnen etwas Amoröses dächte, begeistern kann. Ja, das ist so dieses Pluspol-Lovebombing, ja. Nun muss ich eingestehen, dass ich mich immer wieder selber diejenige war, die sich toxisch verhält. Ja, wie auch immer man das nennt jetzt im Pluspol, kann man auch toxisch nennen. Es ist halt nicht gut, ne? Das führt halt zu toxischen Beziehungen, ne? Dieses zu schnell begeistert sein, deswegen langsam daten. Es hört sich immer so langweilig an, ne? Ein Date pro Woche, nicht länger als 1,5, 2 Stunden und nicht auf einer Partnerbörse sein. Aber ihr entscheidet. Mein Bindungsstil scheint ambivalent unsicher zu sein. Ja, ich sag mal lieber unsicher besorgt oder könnte auch einfach sagen verlustängstlich, so ein bisschen flapsig. Depressiv, kalte, überforderte, unempathische, extrem leistungsorientierte Mutter. Und kann es nach dem bisher von dir gehörten so erklären, dass mein inneres Kind, Schattenkind ist, was sich da so reinsteigert in einen mir völlig fremden Mann? Ja, genau, das wird wohl so sein. Seit 3 Jahren bin ich auf diversen Datingbörsen, von Tinder bis Parship. Du brauchst eine fette Datingpause, das sage ich schon mal gleich. Mach mal 4 bis 6 Monate Datingpause und arbeite dann in der Zeit an dir. Und schaffe es, egal welche Anbieter, jedes Mal aufs Neue mir die größten Näheflüchte auszupicken. Ja, die sind da auch zu einem total hohen Prozentsatz. Und dazu kommt noch, dass wenn man so, wenn ich das mal so sagen darf, so ein bisschen needy durch die Datingwelt dackelt. Das schafft halt diese Anziehungspunkte für Bindungsängstler so, ne? Das Universum funktioniert so. Das ist, spiegelt uns, ich hätte jetzt fast gesagt gnadenlos, aber es ist eigentlich, ist es nicht gnadenlos, es ist eigentlich gut, weil dann so kommen wir weiter, ne? Aber wenn eine Sache, schon 3 Jahre nicht funktioniert hat, ist es dann nicht mal Zeit für was Neues? Das waren jetzt 4 Männer hintereinander und beim letzten Mann, mit dem ich mich lediglich 3-mal getroffen habe, wir landeten am ersten Abend schon in der Kiste, ist es für mich so schlimm, weil ich seine Verpackung, wie du es so schön nennst, all meine eigenen Sehnsüchte nach Autonomie hineinprojiziere und ihm bereits nur das Foto schon auf einem Podest gehoben habe. Ja, gut, dass du so siehst, aber es ist natürlich genau das problematische Verhalten so beim Daten, ne? Und nämlich selber erstaunt dabei beobachte, wie ich nach Jahren meinen Wassermalkasten ernsthaft heraushole, um sein Foto abzumalen. Ja, okay, das ist schon lustig. Echt. Und das vor unserem ersten echten Treffen. Also wenn man das merkt, kann man eigentlich schon gleich löschen. Next, weil da kommt nur Mist bei raus. Das ist halt so eine Fantasiemaschine. Man geht, das ist ja, Liebessucht ist ja im Wesentlichen so eine Sache, dass man in so einen Fantasiemodus geht, der mit der Realität gar nichts zu tun hat und du suchst dann halt einen Prinzen und da wird diese Fantasiemaschine, die du hast, die wird dann eben über das aktuelle Foto gelegt. So, ne? Ich sag ja, ich hab's geschnallt, ich habe selber toxische Anteile bei dem aktuellen Mann mit voller Wucht aus mir herausgebrochen sind.
Der Mann ist nicht kompatibel mit mir, unsere Werte klaffen auseinander, zum Beispiel auch bei den Lockdown-Themen. Er scheint eine schwierige Kindheit gehabt zu haben und so weiter und noch viele andere problematische Sachen. Zudem wurde er von seiner Frau, er sagt, er sei noch verheiratet und das würde auch so bleiben. Ja, muss man da noch sowas zu sagen? Keine Dreiecke, schalalala. Ich sag's mal wieder, hab's erst ungefähr 798 Mal gesagt, weil er sich wünscht, polyamorös zu leben. Ist das der richtige Typ für dich? Alter. Das ist furchtbar. Und kommen noch so ein paar Details, die so ein bisschen, ja, oh Mann, okay. Ich meine, erkannt zu haben, dass ich einen Dating-Burnout habe. Ja, da bin ich schon mal hundertprozentig bei dir. Dringend Dating-Detox brauche, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Und dass ich B, meine Bindung zu meiner Mutter wiederhole. Ja, hört sich ganz so an, ne? So hat man das jetzt von ein paar Zeilen so sehen kann. Dieses Verbiegen und Abmühen, um gesehen, gemocht zu werden, und es klappt aber nicht. Hab ihn vor 3 Wochen gelöscht und blockiert mit einem Modul 0 und 1. Also Liebeskummer und unprogrammierbare Liebeschips angefangen. Sind die absoluten Basics. Genau. Guter Start. Ein Arbeitsheft zugelegt, bla bla. Und du hast es noch erwähnt. Wundert euch nicht, wenn sich in der Zeit womöglich eine neue Person, von der ihr euch lösen wollt, wieder bei euch meldet. Ja, so ist das, ne? Er hat mir eine SMS geschrieben, ich denke ganz schön oft an dich. Oh Mann, können diese Leute nicht mal ein bisschen mehr machen als nur, ich vermisse dich. Ich denke an dich, ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht mehr lesen. Kann man sich nicht ein bisschen mehr Mühe machen dann? Wie, ich habe einen längeren Brief schreiben oder ein längeres Telefonat, sich entschuldigen vielleicht, aber nein, aber gut. Es ist halt auch dieser Dating-Börsen-Style irgendwie, ne? Und trotz erstellter Shitliste habe ich ihm Stantepede geantwortet und seinen Kontakt wieder entsperrt. Ja, ist dein Leben. Ne? Was soll ich dazu sagen? Du machst es so lange, wie du es machst. So, jetzt die Frage. Ich weiß, wir werden niemals ein Paar. Ja, warum machst du es dann? Ich weiß, dass ich ihn nicht kenne und meine Gefühle lediglich Projektion sind und nichts mit ihm als Person zu tun haben. Ja, das ist halt die Phase, dass du es jetzt im Kopf weißt, aber du setzt es nicht um. Du musst es völlig stur und stahlhart umsetzen. Vorher kommt man da nicht weiter. Ne? Ich meine, diese Erkenntnis ist auch schon ein Schritt. Aber diese Umsetzung, die macht es dann letztlich. Ne? Er wünscht dich einfach so mit mir Rad zu fahren. Ne? Come on. Ja, ist klar. Garantiert. Glaube ich auch. Ob wir nicht einfach Kumpels sein können. Ihr seid keine Kumpels. Du kennst diesen Mann gar nicht. Außerdem sucht man auf der Datingbörse keine Kumpels. Also ist, natürlich will er mit dir schlafen. Er ist echt. Ich glaube es allen Ernstes. Ich glaube allen Ernstes, ich könnte mich im Kontakt mit ihm entgiften. Nee, also ich finde gut, dass du das so klar anmann. Das ist, was viele denken, dass sie ihr Muster heilen könnten. Während sie weiter diese liebessüchtigen Beziehungen leben. Das ist aber nicht so. Man muss dann mal auf Detox gehen, auf Entgift, also von diesen Beziehungen entgiften, Datingpause und nicht immer das Gleiche, zumindest nicht immer das Gleiche nochmal machen. So, ne? Also für so Bindungsängstler, die jahrelang nicht auf dem Datingmarkt waren, da sage ich gerne mal, so jetzt aber mal hier, ja, komm, raus ins Leben. Aber du bist jetzt so klassischer Pluspol, wo man einfach nur sagen kann, Mann, ey, lösch diese fucking Dating-Apps, echt. Mein toxisches Verhalten mit dem allergrößten Näheflüchter neutralisieren. Oder als wäre stellvertretend für alle anderen Dating-Männer, ja, es waren viele, die bindungsängstlich waren oder mit dem Peter-Pan-Syndrom kokettierten. Meine Challenge, wenn ich es schaffe, im Kontakt mein eigenes toxisches Verhalten zu transformieren. Das geht nicht. Das denken ganz viele. Ich kann dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, es geht nicht. Man kann nicht eine Wunde heilen, wenn da immer wieder mit einem riesigen, schön geschärften Messer, was, wo es dann letztlich drauf hinausläuft, drumherum gestochert wird. Wie soll die Wunde heilen? Also gehst du zum Arzt mit einer Wunde und der Arzt
verbindet diese Wunde mit, ich hole jetzt mal mein Messer und steche da immer wieder rein in die Wunde und wir gucken mal, ob sie so schnell abheilt. Das funktioniert doch auch nicht, oder? So. Dann bin ich geheilt, beziehungsweise mehr in meiner Mitte. Hatte bisher erst eine 6-jährige Partnerschaft, ist ja schon gut. Die ersten 2 Jahre waren gut, dann wurde ich, hatten wir beide Stimmungsschwankungen, mein Partner und ich. Die letzten 2 Jahre haben wir uns gegenseitig behindert und es war traurig und schwer für uns beide. Deine Antwort wird wohl lauten, Kontakt abbrechen. Nein, ich finde, ihr solltet sofort heiraten. Sofort. Nein, Spaß, natürlich. Ehrlich zu mir selber sein. Eingestehen, dass ich durch ein kumpelhaftes Treffen meine Wunden wieder aufreiße, die in den letzten 3 Wochen ohne Kontakt anfingen zu verheilen. Sollte man sie nicht weiter heilen lassen? Eine Freundin meinte, die das ganze Drama mit dem Tod mitgekommen hat, er ist das, was das Nikotin für meinen Mann ist. Ja, das sage ich ja immer wieder. Das ist klassisch liebessüchtige Thematiken. Ich kann ja gar nicht viel zu sagen, solange man meint, man braucht noch seinen Stoff. Ja, muss man, aber dann akzeptiere die Konsequenzen, ne? Akzeptiere die Konsequenzen. Also da kann ich auch keiner, an dem Punkt, da kann einem keiner helfen auf eine Art. Also diesen Punkt an sich zu finden, wo man sagt, jetzt reicht's mir, den muss jeder für sich finden. Ne? Man kann von außen, ich kann jetzt was sagen, deine Freundin kann was sagen. Wann du es umsetzt, ist letztlich deine Sache. Ne? Der will auch aufhören zu rauchen und schafft's nicht. Ja. Sagen wir mal so, er hört einfach nicht auf. Ne? Also ja, toxisch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dir diese vielen Wörter überhaupt noch schicken soll, weil ich mir die Antwort schon selbst gegeben habe. Ja, aber das ist doch gute Erkenntnis. Muss man nur noch umsetzen. Vielleicht möchte ich mich bei ihm entschuldigen. Wofür denn? Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was er, außer dass er sich offensichtlich als ich will keine feste Beziehung geoutet hat. Weiß jetzt nicht, was er gemacht hat. Und du einfach gemerkt hast, ihr passt eigentlich gar nicht zusammen. Weiß jetzt nicht, was er wirklich gemacht hat, aber wofür willst du dich denn jetzt entschuldigen? Für Lovebombing oder was? Come on, ey. Das kannst du dir echt sparen. Dass ich so übergriffig war und so viel Druck aufgebaut habe, ihn persönlich treffen zu wollen. Das ist so richtig, liebessüchtige innere Stimme mal wieder, ist so richtig, dass du jetzt einen Grund suchst, mit ihm in Kontakt zu gehen und völlig, sorry, absurde Sachen jetzt aufbaust, die du meinst, mit ihm besprechen zu müssen. Du musst nichts mit diesem Mann besprechen, nichts. Ihr kennt euch nicht, ihr habt keinerlei Kontakt, ihr habt, da ist nichts zwischen euch, was zu besprechen wäre, nichts. Also du suchst nur einen Grund. So, und das kann ja auch, wenn du, dann mach es halt, aber brauchst du da nicht einen Grund zu und akzeptiere einfach, okay, ich hab noch keinen Bock hier auf Datingpause, ich will nochmal schönen Schluck nehmen vom toxischen Brunnen und okay, dann ist es so, ne? Ja. Ist auch nicht schlimm. Also, beziehungsweise, natürlich hat das immer alles Konsequenzen, was wir tun, aber es braucht so viel Runden, wie es braucht, ne? Dass ich so übergriffig war und so viel Druck aufgebaut habe, ihn persönlich zu treffen. Wir hatten vor dem ersten Treffen 1,5 Wochen regen WhatsApp-Verkehr. Wo steht das in meinen Kursen, dass ihr euch so lange schreiben sollt? Macht meine fucking Kurse, ey. Er hat mich 2-mal versetzt. Was steht auf deiner... Hat das wahrscheinlich auch noch nicht gemacht, also ich will jetzt auch nicht zu streng sein. Was wird irgendwann stehen auf deiner Dealbreaker-Liste? Auf der Dating-Dealbreaker-Liste sollte stehen... Also mindestens nach dem 2. Mal... Also versetzt werden würde ich sowieso sofort beenden, Dating-Prozess. Und wenn jemand wirklich mal nicht kann... Aber... Also ich habe früher auch viel gedatet und wenn das... ein frühes Date nicht zustande gekommen ist, egal wie gut der Grund war und wenn gesagt wurde, ja, bei uns ist ein Vulkan ausgebrochen, zufällig in einer Friesenstraße oder keine Ahnung, wir hatten eine Bombenentschärfung und ich konnte 48 Stunden das Haus nicht verlassen. Also egal wie gut der Grund war, ist nie was bei rausgekommen. Also mal, eigentlich reicht schon beim ersten Mal. Also. Weil ich sage dann immer, würde man zum Vorstellungsgespräch, würde man das verpassen? Nee, warum? Weil es einem wichtig ist. Du bist nicht wichtig, was ja auch kaum sein kann auf diesen Datingbörsen. Wie gesagt, es mag Ausnahmen geben und wer sich dazu berufen fühlt, soll es machen. Ne? Ich will da keinen von abbringen. Aber meine Meinung ist, ich kann es auch verstehen, dass man da landet.
wenn man einfach verzweifelt ist. Aber ich finde es mittlerweile echt einfach nur furchtbar. Aber muss jeder selber wissen. Also, wenn ihr meint, also irgendwie will ich euch natürlich schon von abbringen. Aber jeder muss das tun, was er meint, tun zu müssen. Ne? Vielleicht denke ich, im Kontakt mit ihm auch mir selber beweisen zu können, dass ich vielleicht doch nicht so ein walzenförmig angelegtes Bindungsbedürfnis habe. O-Ton meiner Therapeutin. Du kannst. Das ist genauso, als wenn ein Alkoholiker sagen würde, ich halte meinen Alkoholkonsum, indem ich in eine Bar gehe und ich trinke nur 5 Schnaps anstatt 10. Du weißt es eigentlich. Danke für deine Seminare und deinen YouTube-Kanal und danke für deine Geduld mit einem herzlichen Gruß aus Bogota. Wow, Wahnsinn, so weit. Genau, ja, hoffe, war nicht zu streng. Es ist ein bisschen, sieh es als liebevolles Schütteln. Ich will dir einfach helfen, dass du das Ganze ein bisschen abkürzt und ja, in the work gehst, ne? Mehr nicht. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.